Bitte sehr. Danke sehr. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute in einem sehr seltenen Fahrzeug. Ich glaube, das könnt ihr schon erkennen. Das ist ein Maybach SW 38 Cabriolet von 1937. Und man kann das am Namen Mercedes heute schon erkennen. Die haben ja auch den Zusatz Maybach wieder übernommen. Also die Firma Maybach hat eine total irre Geschichte und hat, das bin ich der Meinung, von 1921 bis 1941 die besten Autos der Welt gebaut. Die massivsten, die haben den tollsten Ruf. Wie das so aussieht und wie das so funktioniert, das zeigen wir euch jetzt gleich mal. Wir werden gleich eine Fahrt machen. Wir warten auf einen Kollegen. Und da geht unser Filmteam los. Also ich habe hier hinten erstmal ganz bequem Platz genommen. Man sitzt also hier wirklich vorzüglich. Schaut euch das mal an. Das sind hier die Haltegriffe. Das sind edelste Hölzer hier. Ein SW 38 ist eigentlich noch der verhältnismäßig kleine Maybach gewesen. Es gab ja noch einen Maybach Zeppelin, der 12-Zylinder. Er hier hat 6-Zylinder, leistet 140 PS, war ungefähr 170 Stundenkilometer schnell und war das absolute Nonplusultra, was man in den 30er Jahren fahren konnte. Jetzt wollen wir mal losfahren. Also das ist relativ selten, dass ich mal chauffiert werde. Das hat so einen kleinen Hintergrund. Das Auto hat ein Vorwiegetriebe und da muss man sich erst dran gewöhnen. Das funktioniert anders als eine Viergangschaltung. Schorsch hat sich damit, kennt das unser Mechaniker, unser Spezialist in der Technik, hat sich damit genau auseinandergesetzt, wie das geht. Und da haben wir gesagt, das macht er jetzt mal. Er weiß, wie ein Vorwiegetriebe geht. Das ist natürlich für mich toll, jetzt muss ich mal nicht selber fahren, sondern ich kann es wirklich mal genießen, im Fond eines originalen Maybachs mitzufahren. Ja, und los geht's. Das ist das erste Mal, dass ich im Fond mitfahren darf, dass ich gefahren werden darf und dieses tolle Gefühl habe, wie so in den 30er Jahren, wenn man also sich was leisten konnte, wenn man Unternehmer war und in einem Maybach hinten gesessen hat und chauffiert wurde, haben wir heute noch das große Glück, dass wir wirklich allerbestes Wetter haben. Also finde ich absolut toll. Also was zum Sitzen erstmal, total weich, total bequem und gemütlich hier hinten. Man hat viel Platz da vorne. Gurte gab es natürlich keine. Das heißt also, ein guter Chauffeur, der baut ja auch keinen Unfall. Also ist man folglich davon ausgegangen, dass nichts passiert. Man hört den Sechszylinder-Sound. Er hat richtig Sound. Jetzt mal sehen, ob Schorsch das mit dem Vorwiegetriebe hinbekommt. Oh ja, er bekommt das gut hin, habt ihr gehört. Das war der Schaltvorgang gerade. Also normale Schaltung gab es da nicht. Willem Maybach hat ach, wunderbar. Willem Maybach hat ja um die Jahrhundertwende zusammen mit Gottlieb Daimler den ersten Motor praktisch konstruiert und hat dann später ab 1909 die Daimler, die Maybach Motorengesellschaft gegründet, zusammen mit Herrn Zeppelin. Und dann haben sie riesen Motore gebaut, also für die Zeppeline. Und es ging ja nachher ab 1914 der Erste Weltkrieg los. Und die gesamte deutsche Bewegung, was das Militär angeht, Panzermotore, all diese großvolumigen Maschinen für Zeppeline, für Flugzeuge, das hat der geniale Ingenieur Willem Maybach konstruiert. Und dann ist der Krieg verloren gegangen 1918. Und dann ging das natürlich so nicht mehr weiter. Dann konnte er das nicht mehr machen. Dann haben sie begonnen, Autos zu bauen. Also, dass es diese tollen Autos überhaupt jemals gegeben hat, hatte den Hintergrund, weil wir den Ersten Weltkrieg verloren haben. Und dann gab es von 1921 bis 1941 eine Fahrzeugproduktion und da hat man das Edelste gebaut, was überhaupt möglich war. Das waren die Maybach-Modelle. Es sind in den 20 Jahren nur insgesamt 2300 Fahrzeuge gebaut worden. Also ein Maybach ist was absolut Edleres und was absolut Seltenes. Wie gesagt, von 1921 bis 1941 und danach war Schluss. Und das war damals eigentlich das Beste, was man haben konnte. Ist ja heute auch, ist ja auch der Grund, weshalb die Firma Daimler-Benz die Marke, diesen Markennamen wieder übernommen hat und die besten Autos, die sie bauen, bei sich reingenommen hat. Und es ist halt nun mal Maybach, ist heute am teuersten, kostet immer das Doppelte. Und wenn man sich diesen Wagen hier mal genau anschaut, es ist ja von einer Qualität hier, hier vorne, langsam, langsam, hier vorne Kristallglas, Entschuldigung.
hier vorne Kristallglas. Das sind die Aschenbecher. Also das ist alles so edel gebaut. Das ist so toll auch designt. Und ich kann euch sagen, wie man hier hinten sitzt, das ist einfach faszinierend. Also es macht eine absolute Freude, in so einem tollen Auto offen zu fahren. Ja, jetzt werden wir gleich mal, mein Sohn Lukas, der fährt hinterher, weil so ein Auto wollen wir auch aus der Luft sehen. Weil das ist ja einmalig, so ein Wagen ist über 5 Meter lang, wiegt ungefähr 2,5 Tonnen, hat 140 PS und 6 Zylinder. Und Wilhelm Maybach hat zusammen mit Gottlieb Daimler den ersten Verbrennungsmotor geschaffen, den Ottomotor. Die haben das damals gebaut, die haben auch das erste Auto gebaut um 1900, sind da damit Rennen gefahren, den ersten Rennmotor mit 120 PS, auch noch in den Nullerjahren, also 1905, 1906, 1907. Und wie gesagt, das ging nachher erst in eine reine Motorengesellschaft. Das haben die auch gegründet, DMG. Das war dann die Daimler Motorengesellschaft. Man hat damals einfach das Beste vom Besten gebaut. Ja, und jetzt sitzen wir hier in einem Maybach Cabriolet, und zwar in einem originalen Maybach Cabriolet. Was zum Fahrzeug vielleicht zu sagen ist, es hat einem Schweizer Bankdirektor gehört. Und er hatte 1940 mit dem Wagen einen Unfall. Und dann ist 1940 hier ein neuer Rahmen eingesetzt worden in das Auto. Also gut, das ist halt ein Wagen, der mal einen Unfall hatte, aber das ist schon wieder 80 Jahre her. Nichtsdestotrotz ist ein Original Maybach, der top restauriert ist. Das kann man hier überall sehen. Das ist Leder, das ist Chrom. Hier beste Holzmaterialien. Also Schorsch macht das hervorragend, der fährt uns ja heute, und ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich vom Chauffeur gefahren werde. Und ich kann euch sagen, das ist ein tolles Gefühl, das könnte ich öfter haben. Ich bin ja durch meine Dienstreisen sehr viel unterwegs, ich fahre über 100.000 Kilometer im Jahr, um an solche Preziosen zu kommen. Aber ich sage mal, diesen Luxus, den ich jetzt habe, den habe ich normalerweise nicht. Übrigens, ganz da vorne thront das Maybach-Zeichen, die beiden M's ineinander mit dem Dreieck. Ist eine weltweit bekannte Marke. Firma Maybach hat es übrigens gegeben von 1909 bis 1966. Dann haben die also immer in Friedrichshafen Motoren und Getriebe und sowas gebaut. Und das ist dann aber in MTU umgenannt worden. Und das gibt es ja heute noch. MTU baut ja heute Aerospace, die bauen ja heute Motoren. Vorsicht. Oh. Lass dir Zeit, Schorsch, wir haben keine Eile. Also die bauen ja heute Motoren, das heißt heute MTU. Friedrichshafen ist bekannt, und der Sitz von Zeppelin war ja auch Friedrichshafen. Da sind ja damals auch die großen Zeppeline gebaut worden. Also ich sag mal, der größte Teil deutsche Industriegeschichte kommt von Wilhelm Maybach. Das muss man wissen, ich glaube, viele wissen das gar nicht. Er war ein begnadeter Konstrukteur, ein begnadeter, ja, Motorenspezialist. Vorsicht, langsam, langsam, ich bin immer ein schlechter Beifahrer. König der Konstrukteure. Der König der Konstrukteure wurde er genannt, das habe ich auch gelesen. Und also alles, was uns heute bewegt, haben wir ihm eigentlich zu verdanken, der Marke Maybach. Das hat nachher sein Sohn weitergemacht, Karl Maybach. Und die haben dann halt eben ab 1921, weil das durch den Versailler Vertrag nicht mehr erlaubt war, irgendwelche militärischen Geräte zu bauen, Motoren, das ist Autos gebaut, und das 20 Jahre lang, und das auch mit dem Prinzip, nur das Beste ist gerade gut genug. In so einem Maybach sind wir im Moment gerade unterwegs. Also es ist wirklich ein Wahnsinnsauto. Er läuft auch toll, muss ich sagen. Er hat einen schönen kernigen Sound. Es ist ja hier eine Sechszylindermaschine. Und den Zwölfzylinder, ich habe vor 13, 14 Jahren mal einen Zwölfzylinder Zeppelin im Originalzustand verkauft. Da haben wir leider noch keine YouTube-Videos gemacht. Ich hoffe, dass wir so ein Auto auch nochmal bekommen. Dann zeigen wir euch auch den, wie der läuft mit einer Zwölfzylindermaschine. Die meisten Zeppelin-Motoren waren ja Zwölfzylinder. Also gerade bei diesen großen Motoren, die hatten so zwischen 500 und 700 PS. Das war natürlich gewaltig. Dagegen ist er hier mit 140 PS ja relativ schwach. Ja, hier fahren wir links. Kommt da einer? Nee, ne, oder? Sagen. Ich wundere mich, wie viel Dampf er hat. Wir sitzen ja zu dritt drin, und so ein Wagen wiegt da einiges über 2 Tonnen. Aber der Motor packt gut zu,
Und die Maybach-Motoren waren ja dafür bekannt, dass sie standfest waren, dass sie hervorragend konzipiert waren. Naja, und ich meine, Maybach war seinerzeit extrem teuer. Also das Auto, was wir hier haben, man konnte sich immer das Fahrgestell bestellen bei Maybach und musste sich dann bei verschiedenen Karossiers eine Karosserie bauen lassen. Also in Ravensburg gab es die Firma Spohn. Da mit denen haben die eng zusammengearbeitet, weil Friedrichshafen und Ravensburg war ja nicht weit weg. Aber es gab eben auch Gläser in Dresden und unser Auto ist eine Gläserkarosserie von dem weltberühmten Karossier in Dresden. Also das ist ein Gläser-Maybach mit einer 3,8-Liter-Maschine. Und das war damals so mehr oder weniger der Einstieg. Es gab dann noch Roadster und Cabriolets. Es gab sogar einen 12-Zylinder-Cabrio, da gibt es bloß eine Handvoll von. Die Autos sind heute wirklich unbezahlbar. Eine SW38 findet man dann und wann noch, aber man darf halt nicht vergessen, in 20 Jahren sind nur 2300 Fahrzeuge gebaut worden und das ist eigentlich nichts, das ist wirklich gar nichts. Bitte sehr. Ja, danke sehr. Ja, also das habe ich jetzt wirklich mal genossen. Jetzt haben wir glücklicherweise ja nicht nur einen ganz tollen Chauffeur, Schorsch bei uns, der ist schon lange bei uns und macht das auch ganz toll, sondern Schorsch zeigt uns jetzt mal die Maschine, weil da ist ja ein Original-Maybach-Motor drin. Also man kann Maybach, steht da hier überall auch im Auto, einmal hier das weltberühmte Zeichen hier vorne, orange mit den beiden M's, da steht da unten klein Maybach, das ist original und echt. Ach, hier oben sieht man das Original-Maybach-Zeichen, hier steht es groß drauf, Maybach, wo man es noch sehen kann. Toll gemacht. Hier schaut euch mal die Stoßstangenhörner an. Auch da steht das Maybach-Zeichen drin. Also man kann sagen, das ist alles ein bisschen eine Klasse besser als bei anderen Vorkriegsautos. Es ist einfach edler und das war damals ja Maß der Dinge. Also anders kann man es nicht sagen. Schorsch, zeig uns doch jetzt kurz mal, welche Maschine dahinter ihre Arbeit tut. Das ist der 6-Zylinder-Motor mit 3,8 Litern Hubraum. Also ich muss eben sagen, ich habe mich gewundert, der ist ja sehr schwer, der Wagen, wie toll der hier hochgefahren ist. Der zieht ja richtig gut, der hat einen tollen Sound, auch richtig kraftvoll. Schaut mal hier, Original Maybach-Motor mit dem weltberühmten M auch da drauf. Also das ist ein echter Maybach. Da klebt nicht nur das Logo drauf, sondern das Auto ist von Maybach produziert worden. Die sind gebaut worden, die Fahrgestelle und Motore in Friedrichshafen am Bodensee. Und dann, wie gesagt, korrosiert worden bei Gläser oder bei Spohn. Das ist ein Gläser, ich muss mal gucken, das muss eigentlich in den Trittbrettern stehen. Also das ist die Maschine, 6 Zylinder. Jetzt werde ich mal ganz kurz gucken, weil Gläser hat das normalerweise hier vorne immer reingeschrieben. Nein, hier ist das jetzt nicht, doch hier unten, ich habe es gefunden. Da ist das Gläserzeichen, hier vorne. Gläser Dresden Karossier, das ist das originale Zeichen auch noch. Das ist eine ganz berühmte Karossie, berühmter Karossier, Karosserie-Manufaktur, so heißt es ja. Ja, damals üblich gewesen sind zwei Reservereifen. Die Wegstrecken waren damals sehr oft so, wie wir hier auch gerade haben, also ein bisschen schlechter einfach. Und die Türen sind außergewöhnlich. Also wenn man mal guckt, hinten gehen sie so auf. Das finde ich absolut klasse gemacht. Und vorne halt eben so andersherum. Schaut euch das mal an. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig Automobile, wo das so funktioniert, das ist auch wirklich intelligent gelöst. Vorne und hinten, hier ist das breite Mittelteil, gab es auch bei Mercedes 600 Pullman. Habt ihr gesehen, auch diese Kurbel hier vorne, hier ist eine Scheibe. Also wenn das Dach geschlossen war, ist ja ein riesiges gefüttertes Verdeck gewesen. Konnte man kurbeln, da waren die Herrschaften für sich dahinter, konnten schlafen oder entsprechende geheime Gespräche führen, je nachdem, was man nur gerade wollte. Ja, toll gemacht. Vielleicht kurz zum Armaturenbrett. Soll ich da noch was kurz zu sagen? Kommst du da mit der Kamera rüber? Ja, dann können wir das kurz machen. Also, er hat links den Drehzahlmesser. Es lief damals noch unten herum. Das sind auch übrigens die Originalinstrumente, Maybach-Armaturen. Oben hat er Benzin, links Öl. Rechts kann ich jetzt nicht lesen, weil ich meine Brille, das ist die Temperatur, glaube ich. Und hier ist die Uhr da unten, wunderschön gemacht. Also wirklich ein ganz tolles Kombi-Instrument. Und da ist der Tachometer, auch der läuft anders herum. In den 30er Jahren war das so, von oben zur anderen Seite. Da sind die gefahrenen Kilometer, also was der wirklich gelaufen hat, weiß ich nicht. Aber gefahren ist er 140, 150, 160. Das macht man jetzt nicht mit so einem Auto, aber man kann ihn herrlich 100, 120 fahren. Also ich war überrascht, wie gut er läuft.
Und was ich noch absolut klasse fand, wie toll man da hinten sitzt. Also war wirklich ein erhabenes Gefühl, das habe ich auch so gut wie gar nicht, dass ich mal mitfahren kann und chauffiert werde. Und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, dieses prachtvolle Fahrzeug hier in der Alpenlandschaft, das ist ja wirklich ein Bild für Götter. Also wie das aussieht, ich finde auch diese Farbe beige, das ist ja ein gebrochenes Weiß, wunderschön für das Auto. Das ist ja, also als ob die Natur und der Himmel heute gesagt hätten, wenn der Maybach nochmal rauskommt, ein echter, dann machen wir so ein Wetter. Es ist ein ganz tolles Licht. Ich muss mal eine Kamera mal rausholen, das ist ja... Ja, weiß ich nicht, aber er kann ja wegschneiden. Der will noch was zu dir. Ja? Zu dir. Weil man früher mehr Reifen dazu kommt. Ja, jetzt, Schorsch, ja, erzähl. Musst du zu mir, dich zu mir rankommen? Also Hauptgrund war, dass man teilweise 2, 3 Reifen, also Reservereifen dabei gehabt hat, weil einfach unheimlich viel Hufnägel nur auf der Straße gingen. Ah, von den Pferden. Das meiste war stimmt, die Hufnägel. Und die haben wir ständig einmal einen Nagel verloren oder Eisen verloren. Darum haben wir immer, das waren zu 90% Nagelschäden. Da habe ich wieder was dazugelernt. Ja. Das wusste ich gar nicht, aber das stimmt natürlich. Ja. Also es waren nicht nur diese schlechten Wegstrecken, die es damals vermehrt gab oder Kopfsteinpflaster. Ja. Wenn so ein Hufnagel, die sind ja so lang, in der Regel 3-4 Zentimeter auf einer Straße andersrum liegen und ich da durchfasse, der Reifen kaputt. Ja, macht absoluten Sinn. Das gibt es ja heute so nicht mehr. Aber ich meine, ich finde, also wenn ich mir das Auto, das ist ein Bild für Götter, wie der Wagen da steht. Der hat ja ein Design, das Auto hat was Erhabenes. Da ist ein Unterschied zwischen einem Horch und einem Maybach oder einem Mercedes. Das Auto hat irgendwas Erhabenes. Ja. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist, aber also ganz toll. Ja, das war die Königsklasse der 30er Jahre. In den 20er Jahren auch noch, da waren sie nicht ganz so berühmt, die Autos. Es ging los mit W1, W2 und W3. Die hatten noch eine etwas ältere Technik, aber die richtigen Maybachs, das hat eigentlich begann so 1930 mit dem Zeppelin. Und ganz interessant, ich hatte mit der Black Hawk Collection mal zu tun. Die sind in San Francisco, in der Nähe von San Francisco. Und das ist ein Auto aus der berühmten Black Hawk Collection. Wir haben das Auto jetzt auch aus einer größeren Sammlung, wo man mal so ein bisschen Dinge ändert. Und es ist eigentlich ein großes Glück, an so einen tollen Wagen überhaupt dran zu kommen. Und da kommt das Auto her. Da hat er lange gestanden in den USA. Und jedes dieser Autos ist, also kann man wirklich sagen, Unikat. Vielleicht noch mal was zum Kofferraum hinten. Das ist ähnlich wie beim Horch. Der Kofferraum selber ist ja nicht übermäßig groß. Hat auch wieder hier das Dreieck von Maybach. Hier öffnet man ihn. Die Hand zum Schrauben. Ach, zum Schrauben? Heißt was? Ganz abmachen? Nee, das machen wir jetzt nicht. Das ist gut. Echt? Okay. Oh, was jetzt? Ist offen. Ah, nee. Nur ein bisschen. Ach, das schraubt man auf. Ach, das ist auch... Ach, das ist ja toll. Ja, hier ist der Kofferraum, aber wir können natürlich sehen, der ist relativ klein. Und aus dem Grund, weil da war es einfach wichtig, dass der Fond richtig groß war. Man konnte hinter die Sitze noch was legen, hat natürlich auch dieses riesige Verdeck, was man unterbringen musste. Das war ja auch gefüttert. So, wenn ich das jetzt wieder schließe, könnt ihr hier in Chrom diese großen Gepäckbrücken sehen. Und da konnte man dann Koffer draufstellen. Da gab es die entsprechenden Reisekoffer, die waren ziemlich groß, hier hat man festgemacht. Und da passte dann wirklich viel rein. Also letzten Endes ist in so einem Wagen zum Transportieren für Gepäck genauso viel Platz wie heute in einem modernen Auto. Nur halt eben ein bisschen anders. Mache ich die mal wieder zurück. Interessant ist bei dem Wagen, sind einfach hier die tollen Details. Diese wunderschön designten Rücklichter, schaut euch das mal an. Ist einfach toll gemacht, hat so auch nur die Marke Maybach gehabt. Was mir total gefällt, sind diese ganz tollen edlen Stoßstangenecken hier mit dem, das ist ja Aluminium hier mit dem Maybach-Logo, ist auf beiden Seiten drin. Also toll gemacht. Es ist einfach ein Auto, das ist die Königsklasse, kann man sagen. Und vielleicht nochmal was, das werdet ihr sicherlich gesehen haben, das sind ja hier die Trittbretter. Und damals ist man ja öfter mal durch Schmutz gelaufen als heute. Da konnte man sich die Füße sauber machen. Bevor man eingestiegen ist, hat man sich da die Füße sauber gemacht und hatte dann einigermaßen saubere Schuhe und hat diesen luxuriösen Innenraum nicht verschmutzt. Weil auch da hat man damals die höchsten möglichen technischen Ansprüche versucht zu verwirklichen. So machen Sie Ihren Chauffeur die Tür auf, damals, oder? Nein, also das interessiert mich selber. Ich möchte das ja auch gern lernen. Deswegen schaue ich da jetzt interessiert zu. Das habe ich ja vorhin nicht gemacht. Das ist übrigens auch toll, nicht? Also hier alles aus Chrom, damit konnte man die Scheibe so nach vorne fahren. Kühler Luftzug, Klimaanlagen gab es ja damals noch nicht in den Autos. So, George, jetzt erklär einfach mal,
Wie funktioniert ein Vorwehrgetriebe? Also mit meinem Schalthebel habe ich drei Gänge. Vorne links ist der Rückwärtsgang, hinten rechts ist der normale Gang zum Fahren und vorn rechts ist der Berggang, wenn es sehr steil ist, da man nur eine bessere Untersetzung hat. Und schalten tut man mit diesen beiden Hebeln. Das ist jetzt der erste Gang, mit dem fahre ich weg. Da schalte ich von 0, tue ich meinen Wahlhebel auf die normale Fahrt. Jetzt kann ich, ist der erste Gang drin. Dann brauche ich weder Kuppel noch sonst was. Kann somit, wenn ich den Hebel nach oben tue, habe ich einen zweiten Gang drin. Und wenn ich ihn einlegen möchte, tue ich bloß das Kupplungspedal drücken und dann ist der zweite Gang drin. Also ein richtiges Kupplungspedal ist das nicht. Der hat keine richtige Kupplung, das ist ein Betätigungspedal, glaube ich, kann man sagen. Ja. Beim dritten Gang, jetzt fahre ich mit dem zweiten. Also hat einen Rückwärtsgang und drei Vorwärtsgänge. Ganz genau. Aha. Vier Vorwärtsgänge. Jetzt fahre ich im zweiten und möchte am dritten haben, dann wechselt ich das, schalte das so und brauche bloß die Kupplung drücken, dann ist der dritte Gang drin. Aha. Und so ist dann. Und dann schalte ich runter, wenn ich ihn drin haben wollte, dann drücke ich wieder Kupplung und dann habe ich meinen vierten drin. Ach, und so wechselte ich dann wieder auf meinen ersten. Ach toll. Ja, ich meine, ist was ganz anderes, als man vielleicht kennt, war damals technisch sehr anspruchsvoll. Ja. Also normal vier Gänge, wie das sonst üblich ist, gibt es hier nicht. Das ist auch der Grund, weshalb ich mir gesagt habe, ich lasse mich heute mal fahren. Und ich muss sagen, das bereue ich nicht, das war einfach ein tolles Erlebnis. Ich glaube, da wenn man ein paar Stunden damit fährt, dann hat man das drin. Ist das auch das, leicht zu fahren, so leicht zu bedienen? Man muss bloß das einmal sich gemerkt haben, wo die Hebel sind. Ja, dann klar. Ist das völlig dann, gemacht. Dann ist es einfach. Ja. So was nennt man Vorwehrgetriebe. Ja, es ist wirklich ein Hochgenuss, wenn man in einem Maybach chauffiert wird. Also das ist ein einmaliges Gefühl, was ich beim Autofahren bisher so noch nie gehabt habe. Es ist fantastisch. Da kann ich mich wirklich dran gewöhnen. Das ist einmalig schön. Vor allem das Tolle ist, es zieht gar nicht durch das hohe Verdeck hinten. Man sitzt bei dem Wetter hier im Freien, im Offenen. Das ist eine Art von Autofahren, das gibt es heute nicht mehr. Das gibt es heute einfach nicht mehr. Ja, ist faszinierend. Also das ist sicherlich wieder einer der Probefahrten, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Und ich glaube, wir haben ja eben uns unterhalten mit Schorschau, der sagt auch, das ist ja so toll, dass wir die Chance haben, sowas mal machen zu können. Das ist wirklich fantastisch. Ja, das ist Freude am Auto und Freude am Freiheit. Das gehört ja direkt zusammen. Also fahren tut das Auto wirklich hervorragend. Man merkt das auch technisch, dass der ganz toll funktioniert. Fahr nicht zu schnell, sonst fliegt mir meine Kappe weg. Vorsicht, nicht ganz so schnell. Ja, wunderbar. Also ich kann euch sagen, dass das Freiheitsgefühl und das Freudegefühl hier hinten im Fond dieses Maybach einmalig ist. Also ich kann mich an nichts anderes erinnern beim Autofahren, was das so vermittelt, wie das hier in dem Wagen zu sitzen. Es ist wirklich fantastisch. Absolut fantastisch. Ja gut, das stimmt überhaupt. Die meisten Mercedes sind ja ab 1933 mit einer Achtzylindermaschine ausgestattet gewesen. Und die haben in der Regel ohne Kompressor 100 bzw. 120 PS gebracht. Und er hat mit einer Sechszylindermaschine 140 PS gemacht.
Und das spürt man auch. Ich bin der Kompressor Mercedes schon viele gefahren. Also der hat eine ganz tolle Leistung, der Wagen. Und er kommt mir wirklich modern vor. Hat einen tollen Sound und der schiebt richtig. Aber wie gesagt, Willem Maybach und später Karl Maybach, das waren ja die beiden Maschinenbauingenieure schlechthin. Und die haben das Beste entwickelt, was es seinerzeit zu haben gab. Und das über eine Zeit von 50, 60 Jahre lang. Das ist ja erst eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg dann vorbei gewesen, auch mit den Autos. Was eigentlich unendlich schade ist, dass man das nicht weitergebaut hat. Also ich glaube, Markt und Kunden hätte es dafür auf jeden Fall gegeben. Bei Maybach steht definitiv für Top-Qualität. Das sieht man in jedem Detail und man merkt es auch technisch. Maybach war das Beste an Qualität, was es gab. Siehst du, in jedem Detail sieht man es auch überhaupt, das ganze Armaturenbrett ist irgendwie lackiert, so weinrot oder so, ne? Es ist absolut einmalig verarbeitet alles. Naja, es ist Top-Technik. Ich finde das Armaturenbrett überhaupt wunderschön, ne? Wenn du mal genau guckst, diese alten Instrumente, das ist ja alles noch original, also es ist wirklich fantastisch. Also qualitativ bin ich der Meinung, es ist das Beste an Vorkriegsauto, was es gibt. Also ich glaube nicht, dass man das noch toppen kann. Ich habe, wenn ich im Detail genau gucke, nichts Besseres bisher gesehen. Das ist so gut verarbeitet, alleine die ganze Armaturentafel da vorne, das ist fantastisch. Und was Paul eben aufgefallen ist, stimmt, die Zeiger wackeln nicht, das ist alles gerade. Also man merkt, dass man da mit höchster Qualität gearbeitet hat. Ja, Maybach halt, ne? Wie läuft das mit den Bremsen, Schorsch? Gute Bremsen? Ja, Auto hat eine Druckluftbremse. Ich höre das gerade von Schorsch. Er sagt, bremst hervorragend der Wagen. Wir sind ja insgesamt mit 3 Mann jetzt 3 Tonnen. Ich spüre das aber auch, dass der toll verzögert. Der zieht nicht nach links, nicht nach rechts. Lenkung geht sehr direkt, sehr geradeaus. Also für ein Vorkriegsauto aus dem Jahr 1937, ist ja mittlerweile über 80 Jahre her. Fantastischer Wagen. Also die haben technisch schon gezeigt, was in den 30er Jahren überhaupt möglich war. Und daher kommt auch der Ruf Maybach. Ist ja legendär, kann man wirklich als legendär bezeichnen. Tja. Ja, Fazit zur Fahrt, da vorne ist Beuerberg. Also ich kann nur sagen, erste Qualität, es vermittelt einem eine ganz tolle Anmutung von Qualität, von Einmaligkeit. Und ich kann mir ungefähr vorstellen, wenn man das in den 30er Jahren sowas gebracht hätte, was für einen tollen Wagen man sich da kaufen konnte. Aber es sind ja nur 2300 in 20 Jahren überhaupt gebaut worden. Daran merkt man, wie exklusiv Maybach damals auch war. Das war was ganz Außergewöhnliches. Und ich bin stolz und ich freue mich, dass wir sowas heute mal fahren durften und auch zeigen konnten. Also ich hoffe und denke für euch auch wirklich sehr interessant, das mal zu sehen. Wer weiß, wann es den nächsten originalen Maybach gibt im Film. Hier hatten wir jetzt einen. Naja, morgen geht's weiter mit Filmen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Stefan und tschüss. Ja. Ja, Schorsch, vielen Dank. Du bist hervorragend gefahren. Ich habe mich sicher und gut gefühlt. Vielen Dank. Pfiat euch. Servus. Herrlich.